So, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Maybelline Adventskalender. Und zwar ist es auch wieder so ein kleiner. Der ist auch von der Verpackung her wunderschön in rosa und Pinktönen. Ich feiere es ja. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Auch hier von der Verpackung her auch wieder rosa, pink. Sehr schön Design. Ich glaube, der kostet im Rossmann Onlinehandel 14,99 Euro. Aber ihr könnt auch warten, bis Amazon irgendwann Ende November den sogar günstiger hat. Also, man kriegt ihn auch noch günstiger. So, ich bin gespannt, was hier drin ist. Wir fangen an mit Türchen Nummer 1. Hier ist wieder ein Sun Dream Bronzer in der helleren Farbe. In der 01 Light Bronze. Ich glaube, den Ton könnte ich auch noch nehmen. So, ich mach mal hier. Zoomt er nicht? Weiß nicht, nicht doch jetzt. Den Ton könnte ich sogar nehmen, der andere wäre mir viel zu dunkel, aber es ist halt. Man kann nicht immer jedem gerecht werden. So, Türchen Nummer 2. Jetzt glaube ich wieder so Nagellack. Ja, auf jeden Fall. Woher ich das weiß, weil es so schwer ist. Der ist schön, der Ton. Das ist so ein rosa 77. Passt auch zu der Verpackung vom Kalender. Auch ein sehr, sehr schöner Ton. Ich zeige ihn euch mal. Würde ich auf jeden Fall privat tragen, weil es ein sehr, sehr schöner Ton ist. So, Türchen Nummer 3. Oh, das ist auf jeden Fall groß. Für eine Mascara, die ich kenne. Und zwar die Cils Sensation Mascara. Mein Englisch ist nicht so gut, sorry. Nicht wasserfest, aber die Mascara von Maybelline sind trotzdem gut. Und ich feiere sie. Aber nicht alle Mascaras sind gut. Also manche hinterlassen auch Panda-Augen. Muss man halt gucken, sich durchtesten. So, Türchen Nummer 4, ne? 4. Hier ist was Leichtes drin. Hä, ist der kaputt? Ich glaube, der ist so. Das ist ein Covid-Tut Eyeliner. Hä? Der ist hier so gebogen. Ich glaube, das ist so, um den besser vielleicht so zu halten. Keine Ahnung, der ist noch verpackt. Ich lasse ihn auch zu. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Stift. Noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob der hier ranzoomt. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist echt so mit dem gebogenen. Sehr interessant. Noch nie gesehen. So, Türchen Nummer 4 geht ja echt fix hier. Ist Weihnachten. Hier ist irgendwas Längliches drin. Auf jeden Fall. Ja, zwei Produkte, okay. Einmal ist es ein Goa-Stein. Und die Qualität ist eigentlich okay. Aber war schon letztes Jahr mit drin. Damit kannst du irgendwie hier deine Lymphknoten anregen und keine Ahnung. So, und den Superstay. Das ist der gleiche wie der andere. Ich weiß es nicht. 185. Piece of a Cake. Wieder hier so ein Superstay. War auch in anderem Kalender mit drin, bei Türchen Nummer 5. Und hier. Die Nummer. Ich weiß nicht, ob er ranzoomt. Egal, auf jeden Fall 185. Könnt ihr euch merken. So, das war's zu dem kurzen Adventskalender. Ich werde jetzt noch den längeren abdrehen, die beiden längeren. Und dann freue ich mich auf weitere Kalender. Ich habe schon sehr viel in Planung. Auf jeden Fall wird es wieder Sephora sein. Und ich überlege gerade noch. Sephora auf jeden Fall. Und noch ein paar weitere, aber nicht viele. Und die kommen ja alle erst nach und nach. Bei Sephora wahrscheinlich zwei. Einmal den günstigen, einmal den mittleren. Eventuell den teuren. Mal gucken, wie mein Budget so ist. Aber ich werde schon gucken, was ich daraus machen kann. So, ich wünsche euch noch was und man sieht sich bis zum nächsten Video.